So, hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Also, ich habe mir mal ein bisschen was überlegt, wenn ich doch mal längere oder mehr Tagestouren machen möchte, mit ein bisschen mehr Gepäck. Da bin ich im Internet auf den Burley Travoy gestoßen. Ja, nun gibt es da mittlerweile zwei Modelle. Einmal das Modell, ich glaube, das ist hier bis 2019, und dann gibt es ein neueres Modell ab, ja, eben 2019/2020. Ich habe mich des Preises wegen für das ältere Modell entschieden, allerdings dann eben gebraucht, weil immerhin der neue bei Amazon soll so um die 260 und plus x Kosten. Ja, nun habe ich hier unten allerdings noch nicht die Räder dran gemacht. Das kommt dann noch hier an der Seite. Aber es geht mir erstmal hier um etwas anderes. Und zwar, ja, ich habe mir, wie gesagt, einen gebraucht gekauft. Und ich habe ein wenig Pech gehabt. Ich habe nämlich einen erwischt, wo denn hier sind nämlich sogenannte Drehgriffe dran, um die Funktion des Einklappens hier der Scharniere, damit man das Ding auch falten kann. Ja, da sind davon zwei Stück dran, einer da unten. Wie ihr seht, ich habe mir hier mal einen Pfeil dran gemacht, damit ich den in die richtige Richtung drehe, nach oben. Und hier oben einen für die Deichsel, die oben später hier am Sattel festgemacht wird. Ja, dieser Drehgriff hier oben vor allen Dingen scheint wohl, so mein persönliches Gefühl, wird wahrscheinlich bei vielen oft benutzt, und das führt natürlich dann zu einem entsprechenden Verschleiß. Das Problem ist, ich will euch das mal zeigen, ich hoffe, ich kann das dann mal aufschrauben. Und zwar befindet sich da innen drin ein sogenannter Seilzug. Und zwar, ja, ich will es mal gerade jetzt raussuchen, weil ich habe das nämlich ausgetauscht. Und zwar sind da rechts und links, die gibt es auch nachträglich zu kaufen, die Dinger, solche zwei Stücke. Dieses ist nämlich ein Set für oben. Das wird dann hier eingefädelt, hier in das, da ist ein Löchlein, und dann steckt man das von dieser Seite und von der anderen Seite durch. Und die kommen dann in der Mitte hier zusammen. Ja, und das Ganze, das wird dann mittels einer, ja, wie soll ich sagen, einer Kabelverbindungsschelle, so nenne ich die mal, die sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so eine Kabelverbindungsschelle. Und zwar findet man die auch in Lüsterklemmen. So, da wird dann hier quasi das Kabelende von beiden Seiten reingesteckt. Ich lege das jetzt mal hier hin. Mal gucken, ob ich das reinkriege. Denn das Problem ist schon alleine, wenn die hier ausgefranst sind, na, dann muss man das hier einfädeln und dann auch noch, nämlich von der anderen Seite. So, also das muss man diese Seite hier einfädeln. Das sieht dann so aus. Und die andere Seite muss man da auch irgendwie durchkriegen. Also beide zusammen. Und dann schraubt man das fest. Ich will euch das mal zeigen, wie Burley das, oder die Firma Burley, weiß ich ja nicht, ob die Firma so heißt oder nur ein Produktname ist. Ich will mal schauen, ob ich das jetzt hier mal aufmache. Zumindest
habe ich das dann mal anders gelöst, weil es war mir einfach zu viel Fummelarbeit, das da durchzubekommen. Habe ich mir gedacht, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Ich glaube, so ein Originalset kostet irgendwo so um die 10 Euro plus Versandkosten. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir da eine Alternative einfallen lassen, und habe da so ein, ich musste erst mal etwas probieren und habe mir im Grunde genommen ja, Seilzüge für die Gangschaltung am Fahrrad bestellt. Die haben in etwa denselben Durchmesser, nämlich so circa 1,2 bis 1,5 Millimeter. So, ich habe das jetzt hier mal aufgeschraubt. Ich hoffe, ihr könnt das dann sehen. Ich tue das jetzt mal hier davor, die Kamera, damit ihr es besser sehen könnt. So. So, also diese Griffschalen habe ich jetzt hier aufgeschraubt. Das sind hier vorne zwei Schrauben und von hinten zwei Schrauben. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier in der Griffschale sieht man, hier ist das Kabel. Also hier würden jetzt normalerweise die beiden Enden, muss man hier durchfädeln. Also hier von rechts kommt das dann hier durch die Stahlachse und hier unten ist ein Löchlein und da muss man das durchfädeln und kommt das hier raus. So, und das macht man dann von beiden Seiten, einmal von links und von rechts, und dann kommen die beiden Kabelenden hier unten raus. So, und dann fängt das Problem an. Na, man muss dann hier diese Schelle oder Verbindungskabelklemme, kriegt man auf dem einen ja ganz gut drauf. Aber auf dem anderen, wenn es denn eben schon ein bisschen ausgefranst ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, ob wir das jetzt hier ein bisschen hinbekommen von der Schärfe. Ich glaube, so kann man es einigermaßen sehen. Dann bekommt man die hier schlecht eingefädelt, beide zusammen. Das ist dann eine echt blöde. Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss. Ja, man kriegt es nicht richtig zusammen. Okay, ich habe mir dann was anderes überlegt. Also das ist, wie gesagt, das Originalset von Burley für den Travoy. Ich fand das nicht gut. Das war mir irgendwie dann doch ein bisschen zu blöd, da diese Fummelsarbeit zu machen. Vor allen Dingen, zumal das unten, der untere Drehgriff sowieso anders ist. Also ich habe mir dann, wie gesagt, im Internet, ob ihr das bei eBay oder bei Amazon bestellt, bleibt natürlich bleibt jedem selber überlassen, sage ich jetzt mal. Da müsst ihr dann natürlich schauen. Wichtig ist nur, dass eben hier der Durchmesser so roundabout nicht größer als 5 mm ist von dem Bolzen, der hier ist, weil der steckt nämlich dann hier rechts innen in dem inneren Teil. Das ist hier eine Senkung, eine Innenbohrung, und da steckt das dann drin. Okay, wie gesagt, ich habe mir das dann bestellt, habe da mal, das war leider nicht passend, ich musste das dann abschleifen, habe das dann im Durchmesser angepasst, habe das 5 mm dick gemacht. Und damit passte das. So, dann habe ich das eben halt hier von links, der ist natürlich jetzt sehr lang, die sind irgendwo im Originalzustand circa 1,2 bis 1,7 oder 2 Meter lang, diese ja, für die Gangschaltung, die Seilzüge. Wie gesagt, die sind hier so, ich habe jetzt hier ein, der ist roundabout 1,5, 1,6 mm dick. So, und den habe ich dann hier eingeführt, hier von links nach rechts. Könnt ihr auch andersrum machen.
So, und dann kommt das Ende. Das steckt dann hier innen drin und hier unten kommt es dann raus. So, habt es dann hier durchgehend eingefädelt und hier wieder rechts auf der rechten Seite herausgeführt. So, dann kommt da ein Ende heraus und dann habe ich das eben mit solchen Krimpklemmen, ich zeige euch die mal, die kriegt man auch in den entsprechenden Durchmessern für die Kabel, 1,2 bis 1,5 mm. So sehen die aus. Das sind dann hier diese Krimp-Aluminium-Klammern. So, da steckt man dann hier einmal das Kabel durch. Das Schöne ist, man hat oben und unten frei und kann das dann sehr schön, also das ist jetzt nur ein Stückchen, ein Stummel, das habe ich abgelenkt, weil man muss ja hier zwei haben. So, und dann halt mit der entsprechenden Krimpzange, da gibt es sogar ein Set bei Amazon für ein paar 20 Euro zu kaufen. Und dann habe ich das Ganze verkrimpt. Ja, also das habe ich dann hier von hier außen. An der Seite kam das dann heraus. Hier rechts aus dem Löchlein die beiden Enden, die dann verkrimmt. Wie gesagt, hier diesen Krimp-Element drauf gemacht und habe die dann ziemlich nah hier dran, dass das auch wirklich ziemlich kurz war, also nicht überstand, hier quasi von zu dieser Fläche hier gedacht. So. Ja, also die Verlängerung hier, dass das bündig ist und dann habe ich die eben mit der Zange verkrimmt. So, dann habe ich die noch ein bisschen nachgefeilt, damit das hier in das innere Loch passt. Das Löchlein ist nämlich 5,5 mm, also diese Bohrung hier. Ich muss mal gucken, ob ich es euch jetzt zeigen kann. Mal das hinkriegen. Seht ihr, da ist jetzt dieses verkrimmte Stückchen drin und fertig ist die Laube. So. Jetzt ist natürlich hier, hängt das muss auch ein bisschen hier durchhängen, all dieweil in dem Griff ist dann eine Ausbuchtung, hier sieht man die ist dann ein bisschen hohl, also quasi eine kleine Vertiefung ist hier, das passt hier rein, wahrscheinlich für dieses Kabelverbindungsstückchen gedacht. Das passt nämlich da genau rein. Ist hier oben auch eine. Muss man halt gucken, wie rum man das drehen möchte. Ich habe es, wie gesagt, jetzt im Gegengesetz ein bisschen andersrum gemacht, wie es original dran war. So, ihr seht jetzt hier, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Das ist jetzt hier genau in dieser Führung, in dieser Versenkung ist es jetzt drinne. So, und jetzt will ich mal schauen, ob ich das jetzt für euch mal demonstrieren kann. Muss mal eben gucken. Kamera ein bisschen gerade stellen. So, und wenn man jetzt hier dreht, dann zieht der Zug außen die Griffenden beziehungsweise hier an der Seite diese Innendinger, diese Bolzen, die werden dann rechts und links zusammengezogen und entriegeln das Ganze. Und damit funktioniert dann im Grunde genommen der Drehgriff. Also wie gesagt, ich finde es von der Lösung her, wie das Ich sag jetzt mal die Firma Burley, ich weiß ja nicht, ob die wirklich so heißen, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt ein bisschen
Von der Lösung her muss ich mal sagen, wie das Ganze jetzt hier so funktioniert, ein bisschen altbacken. Ich denke, man hätte da auch eine etwas schönere mechanische per Stangen Verbindung Lösung herstellen können oder machen können. Naja, gut. Ich sag mal, da lässt sich jetzt drüber streiten. Ja, wie gesagt, die Drehgriffe gibt es natürlich. Es gibt also der Burley Travoy, da gibt es sehr viele Ersatzteile, das ist auch wunderschön. Wie gesagt, es gibt auch diesen Ersatzzug hier für hier oben. Man muss also, wie gesagt, gucken, es ist nicht der gleiche Ersatzteil für unten, für den unteren Teil. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. So, ich habe, wie ihr seht, hier dann, weil ursprünglich wäre jetzt der Griff genau andersrum drauf gewesen im Original, weil dann stimmt nämlich der Pfeil, der hier als Symbol drauf ist, nach oben drehen. Aber das stimmt nicht mehr bei mir. Deswegen habe ich das jetzt hier mit oben drauf geschrieben. Ja, also bei mir funktioniert das jetzt hervorragend. Ich finde es jetzt von Burley her, wie soll ich mal sagen, ein bisschen altbacken. Also ich denke mal, da hätte man eine etwas schönere Lösung finden können. Wie gesagt, mit diesem Kabel, Messing-Kabelverbinder da mit Schrauben, das wird gerade im oberen Teil, den Drehgriff für die Deichsel, den verwendet man sehr viel öfters, weil man das Ding dann auch quasi als Trolley zum Einkaufen benutzen kann. Deswegen wird er wohl da oben auch sehr viel öfters verschleißen und die Drehgriffe dann nicht mehr funktionieren. So, das wollte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Das zum einen, und gleich kommen wir zur nächsten Geschichte, nämlich an der Deichsel. Da muss ich euch nämlich auch noch mal was erklären, was ich von Burley oder die Firma, die diesen Travoy herstellt, ich nehme mal an, das ist Burley, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auch ein bisschen ein entwicklungstechnisches Armutszeugnis ist. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Man sollte darauf achten, dass die Deichsel nach Möglichkeit horizontal steht, da sonst die Befestigung ungünstig belastet wird. Man merkt das spätestens dann, wenn man versucht, den Travoy auf die Kupplung zu schieben und er nicht wie von selbst auf den Stift rutscht. Dass der Anhänger so nah am Hinterrad hängt, ist eigentlich ein Vorteil. Aber bei längeren Fahrrädern, so wie E-Bikes oder mit Gepäckträger, ist nicht genug Platz. Und spätestens wenn man über einen Randstein fährt, streift der Anhänger am Gepäckträger. Oder in Kurven bleibt der Anhänger an der Fahrradtasche hängen. Ohne Erweiterung ist er zu nah am Hinterrad, je nachdem welches Fahrrad man hat. Jetzt kommen wir zu dem anderen, noch viel schlimmeren Problem von dem Burley. Und zwar gibt es ja hier diese Deichsel. So, und das finde ich ist schon ein bisschen der Hammer, was sich Burley da so erlaubt hat. Und zwar ist das ja hier die Kupplung, die am Sattel dran kommt, wie man hier sieht. Ich habe die jetzt mal hier so beispielhaft an dem Sattel dran gemacht, einfach, um euch mal zu zeigen, worum es dabei geht. So, hier ist, wie gesagt, der Stift. Und hier ist eine entsprechende Verriegelung, aber das ist soweit ja auch alles okay. So, jetzt tue ich mal so, als wenn ich jetzt das Ganze hier einhängen werde. So, also ich bin jetzt sozusagen am Fahrrad und hänge die Deichsel jetzt hier mit der Öse ein. Also die Deichsel, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, da ist ein Loch
in der Stange, beziehungsweise hier ein schwarzer Kunststoffteil mit innen einem Loch. So, und das wird natürlich dann hier oben auf dem Stift gesteckt. So, das seht ihr jetzt hier von der Seite. Was ich jetzt hier mache, ich stecke das jetzt hier mal drauf. So. Der Riegel hier, das ist mit einer Feder. Das rastet dann auch von alleine ein. So, und jetzt ist das Ganze im Grunde genommen beweglich. Ja, man kann das bewegen, das ist okay. Zumindest so hin und her. Also, wenn ihr den Anhänger natürlich hinter euch herzieht, ist klar, damit ihr um die Kurven fahren könnt. Aber, was jetzt viel schlimmer ist, ich muss mal eben schauen, das jetzt mal abstellen, damit ich die Kamera hier rausnehmen kann, um euch das besser zeigen zu können. So, jetzt hat man hier, wie gesagt, die Mimik und fährt jetzt mit dem Burley. Ne? Also hier ist der Sattel und die Deichsel hinten, die schwenkt nach rechts oder links, wenn man um die Kurven fährt. Ist ja logisch, muss es ja. Ne? Das simuliere ich jetzt mal hier mit dem Sattel. Das ist ja soweit wunderbar. Aber was viel schlimmer ist, wenn ihr jetzt das Fahrrad irgendwo abstellt und quasi gegen die Wand lehnt. So, was passiert dann? Der Burley bleibt natürlich auf seinen zwei Rädern auf dem Grund stehen. Und ihr müsstet jetzt euch vorstellen, das wird jetzt gedreht und geschwenkt, der Sattel. Ich versuche das jetzt mal hier zu simulieren. So. So, ne? Also der Burley bleibt jetzt quasi am Boden unten stehen. Macht ja Sinn. Und ihr wollt das Fahrrad mal an die Wand anlehnen. So, was passiert? Ja, ne, ihr seht, da ist nicht so viel Spiel von der Beweglichkeit. Nach rechts oder links, wenn man das jetzt mal so in Fahrtrichtung sieht, kann ja auch nicht funktionieren. Denn... So, ich habe das jetzt mal hier, damit ihr das besser sehen könnt. Also wie gesagt, das ist jetzt hier die Flucht zum Sattel, wenn ihr fahren würdet und das schwenkt, beziehungsweise und ihr wollt jetzt das Bike gegen die Wand lehnen. Na, dann müsstet ihr das hier nach rechts oder links schwenken. Das funktioniert aber nicht, weil diese Deichsel hier nun mal einen Stift hier durch hat. Ja, der das verhindert, dass sich dieses Kupplungsstück hier verdrehen lässt. So, und ich dachte von hier hinten aus gesehen, das wäre so ein Teil, wo man das verdrehen könnte. Das ist aber fest hier. Na, ich versuche das zu drehen, das geht gar nicht. Also das ist kein drehbares, bewegliches Teil, was diese Bewegung, wenn man das Fahrrad gegen die Wand legen möchte oder einfach nur den Ständer, das Fahrrad per Ständer abstellen möchte, dann kippt es ja auch seitlich und ja, das geht gar nicht. Ne? Also eigentlich ist diese Kupplung hier dazu verdammt kaputt zu gehen, weil die lässt sich nicht verdrehen in dieser Richtung. Ne? Also so und so lässt sich das nicht verdrehen. Ne? Es kann nur nach rechts und links schwenken, aber nicht verdrehen. Ja, das wollte ich euch mal vorher zeigen. Ich werde mir da was Spezielles zu bauen. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Originalzustand, wie das ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich gehe mal davon aus, dass es die Firma Burley ist, dass die so heißt, die diesen Travoy herstellt. Liebe Leute,
Das kann es ja nicht wirklich sein, ne? Also, ich würde sagen, da habt ihr eine kleine Fehlkonstruktion gemacht. So, okay. Bevor ich das jetzt alles umändere, oder beziehungsweise ein paar kleine, aber gravierende Änderungen vornehme, damit sich das seitlich drehen lässt, damit ich mein Bike auch per Ständer abstellen kann, wollte ich euch das schon mal zeigen, dass das irgendwie ein ziemlich großer Murks ist. So, okay, und dann geht's im Video weiter, dann werde ich euch zeigen, wie ich das abändern werde. Jetzt geht's los mit dem Umbau. Ja, zuerst einmal will ich hier diese Kupplungsöse, die hier in der Deichsel eingebaut ist, herausbauen. Dazu muss ich jetzt hier mit einem Imbusschlüssel und hier unten mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher erstmal diese Querschraube lösen, diese Verbindung. Dieses schwarze Teil ist ja ein Kunststoffteil, allerdings diese Schraube hier nicht als Verbindungsstück. So, und nun kann man diese eigentliche Öse, die ist jetzt hier innen nur in dem Rohr reingesteckt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die kommt hier rein. Und wie gesagt, von oben dann zur Sicherung eine Schraube quer durch. Da ist, wie gesagt, von hier oben eine durchgehende Bohrung. So sieht das dann aus. Das ist das Loch, wo die Schraube drin war. Und hier, das ist die Bohrung, die für die Kupplung ist. Die ist übrigens unten ein bisschen gesenkt, damit man den Stift, auf den man das stecken muss in der Kupplung, sich hier leichter einfädeln lässt. Dann rutscht das nämlich drauf. Also wenn ihr den mal versehentlich aus was für einem Grund ausbauen solltet, solltet ihr diese Senkung hier nach unten machen. Das erleichtert das Einfädeln von dem Gegenstück mit dem Pin am Sattel. So, das muss erstmal raus, das Stück. Das werden wir wieder verwenden. Das sehen wir dann später. So, jetzt kommt ein etwas schwierigerer Teil. Und zwar, das ist hier hinten diese an der Deichsel befindliche Stück. Da ist so eine, ich weiß gar nicht, wofür das ist hier, dieses Ding. Wird wahrscheinlich irgendwas dran, kann man was festmachen, einhängen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wofür Burley das gedacht hat. Ich habe die Bedienungsanleitung leider nicht komplett gelesen. Müsste ich mal machen, aber wie gesagt, für mich ist das Teil sowieso uninteressant und für den Umbau muss es eh raus. So, also dazu muss man hier, ist auch mit dem Imbusschlüssel, schraubt man die Schraube dort innen drin lose. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, da ist hier ein Loch und dann kommt man da dran. Was jetzt allerdings ein bisschen tricky ist, da ist eine Konusklemmung innen drin, das ist auch nur ein Kunststoffteil, beziehungsweise ja, Kunststoff, wie auch immer, es geht auf jeden Fall ein bisschen stramm raus. Also man muss die Schraube dann eigentlich auch am besten wieder reindrücken, denn wie gesagt, hier innen ist eine Konusschraube, das ist hier auch geschlitzt, ringsrum drei Schlitze, sodass das sich aufweiten kann, je mehr man die Schraube festzieht von der Seite. Ja, dann zieht man den Konus, beziehungsweise die Schraube, die Mutter, die hier drin ist, die zieht man hier nach hinten und dadurch spreizt sich das. So, wenn wir das jetzt alles raus haben, dann haben wir schon mal ein ganzes Stück
hier für die Vorbereitung erledigt, für meinen Umbau. Ja, und dann geht es eigentlich an die Teile, die wir benötigen. Ihr seht, jetzt ist hier ein Durchgang. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Genau, das ist jetzt hier frei und hohl. So will ich das haben. Und die nächsten Teile, die werde ich jetzt erstmal zubereiten bzw. fertigstellen, damit ich das dann nachher hier alles montieren kann. Ich habe jetzt soweit alle Teile für die Deichsel fertig gemacht. Hier, das ist das Original Burley Kupplungsstück. Hier ist das Original Bohrloch von Burley drin. Ich habe jetzt hier, weil hier schon eine 10 mm Bohrung drin war, habe ich hier ein Stückchen Gewindestange M12 genommen und habe das hier reingemacht. Das ist circa, ich sag mal, ich schätze jetzt mal 45 mm lang ungefähr. Das habe ich hier reingemacht und habe hier eine neue Querbohrung durchgemacht. So, das M12 Gewinde habe ich dann natürlich auf dieser Länge, auf roundabout 28 mm, ja, können auch 30 sein, habe ich das dünner geschliffen, auf, wie gesagt, auf die 10 mm, weil die Burley Kupplung schon diese Sacklochbohrung hier drin hat. Ja, das ist das eine Teil. Hier kommt dann auch noch eine kleine entsprechende Senkung rein, damit man die Madenschraube später von der Kardanverbindung da fixieren kann. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Kardangelenk, das, wie gesagt, ich bei eBay gekauft habe, ist leider nicht in verchromter Ausführung, könnte also ein bisschen rosten, wenn es nass wird, aber da kommen wir später noch zu, da kann man einen Schutz drüber machen, einen Schlauch und dann ist alles gut. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt die M6 Madenschraube drin. Ich muss mal gerade gucken, dass ich hier den Imbusschlüssel habe. Das dient dazu, um hier eine Welle, die kommt hier rein in diese Bohrung, 12 mm, dann entsprechend mit dieser Madenschraube fixieren kann. Deswegen, wie gesagt, hier drin schon die Bohrung, die ich da schon reingemacht habe. Ja, das kann man dann hier reinstecken. Am besten bohrt man das natürlich von hier aus, wenn das zusammengesteckt ist. Also wie gesagt, das M12 Gewinde hier passt natürlich dann hier in dieses 12 mm Loch sehr gut rein. Kann man prima draufstecken und wie gesagt die kleine Madenschraube dann hier hineindrehen und dann fixiert sich das Ganze wunderbar. Muss man dann natürlich ein bisschen festziehen und dann klappt das schon. So, muss ich jetzt noch bisschen stramm ziehen. Dann zentriert sich das und dann ist das bombenfest. So, damit haben wir schon mal die eine Seite hier von dieser Verbindung fest. Wie gesagt, hier eine Querbohrung, eine neue durch, um die Seite hier von der Originalkupplung her fixieren zu können, damit man das nicht mehr auseinanderziehen kann. So, das ist schon mal wunderbar fest. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite des Kardangelenks. Also hier dasselbe auch. Ein M12 Gewindestangenstückchen. Gewindestangen kann man sich irgendwo im Baumarkt kaufen.
kann man dann wunderbar absägen. Wie gesagt, hier ist ja dann auch eine entsprechende Madenschraube drin. Ich hoffe, das kann ich jetzt auf dem kleinen Display nicht so gut sehen hier auf der DJ Pocket. Wie gesagt, hier ist auch eine Madenschraube drin. Dasselbe wie auf der anderen Seite hier mit der Madenschraube. Zentrieren, kleine Bohrung reinmachen. Und dann kann man die M6 Madenschraube festziehen und dann ist das hier bombenfest gegen Verdrehen. Ja, wie gesagt, dieses M12 Stückchen muss man, gewinnende Stangenstückchen muss man jetzt auch nicht unbedingt dann dünner machen. All dieweil, ich habe es jetzt hier 36, 37 Millimeter lang gemacht. Das Stückchen, was hier eingesetzt, sollte hier drin natürlich nicht überstehen, von oben gesehen, damit hier das Kaderngelenk sich dann auch frei bewegen kann. Genauso natürlich hier auch auf der anderen Seite von dem M12, was von da kommt. Und ihr seht schon, damit kann man das dann schon mal sehr gut drehen und ist flexibel. Ja, jetzt habe ich hier ein Stückchen Alu-Voll-Profil, wollte ich schon sagen, also eine Alu-Stange mir bestellt im Internet bei eBay. Die ist jetzt hier 136,5, kann man 136 oder 135 mm lang machen, das spielt keine Rolle. Das Stückchen hier, das dient dann dazu, das später in der Deichsel in dem Original Burley reinstecken zu können. Ja, das Innenmaß von dem Burley Rohr ist 24 mm. Ich habe das hier ein bisschen dünner gedreht bzw. geschliffen. Wie gesagt, auf 23,5, damit es sich auch gut in der Burley Deichselstange hin und her schieben kann. Ja, hier habe ich eine M6 Bohrung gemacht. Eigentlich wollte ich das dann hier fixieren, habe ich aber nicht gemacht. Letztendlich bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das hier nicht fixiere mit der Madenschraube, sondern einfach so Verdrehmöglichkeit lasse. Denn das ist ja das Manko bei dem Burley Travoy, dass man, wenn man das Rad irgendwo gegenlehnt, sonst keine Verdrehmöglichkeit hat. So, und dadurch, dass das hier Gewinde ein Millimeter oder zwei raussteht, kann man das gegeneinander dann verdrehen. Ja, hier ist jetzt eine Bohrung, auch M6, die dient aber dann auch zum Fixieren dieses Stückchens, weil das soll dann auch dazu dienen, dass man die Deichsel verkürzen oder verlängern kann. Ja, ursprünglich hatte ich das so gedacht, dass ich hier hinten noch eine M6 Gewindestange reinmache, um das dann in dem Burley, in dem Travoy, Burley Travoy entsprechend länger oder kürzer rausschieben zu können. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt hier vorne fixiert in der Stange, weil die Bohrung ist ja eh schon da. Ja, das ist jetzt eigentlich soweit schon mal alles. Das kann man jetzt hier gegeneinander kontern. Und jetzt gucken wir uns das gleich am Burley an, wie ich das in die Deichsel einbaue. So, was ich als allerdings auch noch gemacht habe, ist, wie gesagt, von dieser Alu-Stange, von diesem Alu-Vollprofil, habe ich hier noch ein Stückchen von ca. 30 mm abgesägt und habe das hier innen eingesetzt und hier mit einem 7 mm Loch versehen und habe das hier oben und von unten mit M5 Linsenkopfschrauben befestigt. Ja, das warum? Warum habe ich das gemacht? Das zeige ich euch jetzt. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier hinbekomme.
dass ich die Sache, die Stange, die ich euch vorhin gezeigt habe, das ist ja wie gesagt dieses Teil hier mit dem fertigen Kardangelenk hier. So, und hier hinten, wie gesagt, noch diese M6 Stange, weil, wie gesagt, das ist ja so gedacht, dass ich das jetzt hier von vorne reinstecke und kann das dann in der Länge im Prinzip hier raus und reinziehen. Und ihr seht, ich kann dadurch die Travoy-Kupplung entsprechend länger oder eben kürzer machen. Ja, ich mache jetzt hier mal die M6 Muttern drauf, zwei Stück mit Kontermutter, also eine Mutter zum Befestigen und die andere wird dann dagegen geschraubt zum Kontern. Ja, und wie gesagt, ich habe hier vorne noch, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich das Loch finde. Ja, ich hatte mir das dann noch etwas anders überlegt und habe dann hier, wie gesagt, hier ist ja noch auch noch eine M5 Schraube für eine Linsenkopfschraube, weil hier das Loch, was hier drin ist, das ist das Originalloch von der Burley-Befestigung, beziehungsweise von der Travoy-Deichsel-Befestigung hier, von dem vorderen Stück hier, von dieser Gummi- oder Kunststoff Kupplung eigentlich. Da wird unten eine etwas dickere Schraube durchgesteckt und von oben ist die auch entsprechend dick, aber die hat dann einen Innengewinde, ich glaube das ist M4 oder M5, und würde dann hier quasi befestigt an der Stelle. Gut, ich nutze das Loch jetzt, weil es schon mal da ist, anders und befestige da jetzt eben die Stange. Wie gesagt, ich könnte die jetzt hier hinten mit der Schraube zum Stufenlosen rausziehen und Verlängern der Achse benutzen. Aber ich habe gedacht, das würde dann vielleicht ein bisschen hier nervig hin und her schlockern, weil wie gesagt, innen ist das Rohr ja von der Deichsel Original vom Travoy 24 mm und meins ist jetzt 23,5. Es schlockert ein bisschen und von daher, naja, habe ich gedacht, komm, dann machst du jetzt hier eine Schraube durch M5. Also ist es jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber egal, wir werden mal sehen, wie sich das hinterher am Fahrrad macht, wie sich das entwickelt, ob ich es länger machen muss oder nicht. Ich kann ja später, wenn ich einmal an dem einen Rad die richtige Länge habe, kann ich es ja neu verbohren. Ich kann es aber auch eben hier hinten über die Gewindestange stufenlos einstellen. So, jetzt will ich das mal eben machen. Ich werde jetzt mal eben das Video anhalten, weil mit einer Hand ist das alles ein bisschen schlecht. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt hier die entsprechenden zwei Muttern drauf gemacht, noch eine Unterlegscheibe dazwischen. So, damit ist jetzt die Gewindestange hier fixiert und hier vorne habe ich die kleine M5 Linsenkopfschraube drauf. So, jetzt ist dieses Innenteil, dieses Alu-Folp-Profilstückchen fixiert. Ja, und wie gesagt, ich habe mir dann überlegt, anstatt das jetzt hier auch noch zu fixieren, sodass die Verdrehung quasi, dann müsste ich die Schraube rausnehmen und dann würde sich das hier, deswegen ist hier eine größere Bohrung in dieser Hülse, die hier innen ist. Die Gewindestange, wie gesagt, ist 6 mm und die Bohrung da drin ist 7 mm. So, damit, wenn man die beiden Muttern gegeneinander festzieht, dann könnte man das nach hinten schieben. Dann müsste man hier allerdings auch noch eine Fixierung machen. So habe ich mir das jetzt gespart. Hier ist jetzt die
Fixierschraube drin, damit diese Alu-Vollprofilstange hier drinnen nicht schlockert in der Original-Deichsel von dem Travoy. Ja, und wie gesagt, die Verdrehung, die ich haben wollte, damit, wenn man das Fahrrad mal irgendwo abstellt und dann schief steht, ihr seht schon, im Grunde genommen kann ich das hier über das M12-Gewinde machen, was hier jetzt als Verbindung drin ist. Und das werde ich auch erstmal so nutzen. Das ist ja lang genug. Ich werde das jetzt hier, sagen wir mal, einmal ganz rumdrehen, entgegengesetzt. Dadurch entsteht dann hier ein Spalt und ich kann dann hier das Kupplungsgegenstück, was am Sattel befestigt ist, kann das Rad dann bequem verdreht werden, ohne dass der Birdie, dass der Travoy jetzt hier, sagen wir mal, dass diese Kupplung unnütz, ja, mechanisch verdreht werden möchte, aber nicht kann. Wie gesagt, ich halte das für eine Fehlkonstruktion von Burley, vom Hersteller oder wer auch immer das Ding baut. Ja, und auch hier dieses Gelenk, was ich jetzt hier habe, dadurch ist, wie gesagt, jetzt gegeben, dass die Deichsel auch nicht unbedingt waagerecht sein muss. Damit entfällt auch das hier auf der an der Sattelstütze befindliche Kupplung. Jedwede Verdrehungskraft einwirkt, die eigentlich nicht sein muss. Ja, wie dem auch sei, wir schauen uns das dann auch noch am Sattel an. Da muss ich jetzt allerdings auch noch etwas bauen, weil ich eine Suntour gefederte Sattelstütze habe. Und da kann ich an meinem Fahrrad eigentlich nicht so ohne weiteres einfach das Kupplungsgegenstück anbringen. So ohne weiteres direkt an der Sattelstütze, dann wäre sie nämlich zu tief. Weil durch die Sattelstütze, durch die Federung geht da etwas an Höhe verloren. Tja, und da muss ich natürlich auch wieder etwas basteln. Das zeige ich euch dann gleich in dem nächsten Abschnitt. Aber vorher will ich noch eben eins machen, beziehungsweise eins euch zeigen. Ich habe euch ja gesagt, man kann da, damit das auch schön gepolstert ist und damit man das die Deichsel auch ja im Supermarkt oder hinter sich herziehen angenehmer ist und dass es hier auch nicht so ganz einfach so runterhängt, aber immer noch flexibel genug ist. Ja, und natürlich dann auch entsprechend gegen Regenwasser, also gegen Spritzwasser geschützt ist. Ja, dazu gibt es im Baumarkt diese Heizungsrohrisolierungen. Die gibt es sogar hier mit in der Mitte, kann man das dann aufmachen und teilen. Da sind dann rechts und links die Flächen schon entsprechend mit Kleber versehen. Gibt es in verschiedenen Dicken. Ich würde es in 22 nehmen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt hier noch ein Reststück rumliegen gehabt und das werde ich jetzt mal dran machen. So, wie ihr jetzt seht, habe ich diese Heizungsrohrisolierung hier jetzt schon drumrum gemacht. Ihr seht, so ganz geschlossen ist es nicht. Da muss man dann mal schauen, vielleicht gibt es noch ein bisschen bessere passende im Baumarkt. Da muss ich dann noch mal schauen. Ich habe es jetzt hier mit Isolierband drumrum zusammen gemacht, damit es auch ein bisschen stramm sitzt. Ja, und wie man jetzt hier sehen kann, ist das Kupplungsstück jetzt immer noch flexibel genug nach oben und unten, um entsprechend sich bewegen zu können, so wie ich das gerne haben möchte. Ja,
Das wollte ich euch noch zeigen, wie man das hier so als Griffstück dann ja, für den Travoy, um ihn hinter sich herziehen zu können, dann schön benutzen kann. Ja, jetzt, wie gesagt, kommt der nächste Punkt, und zwar, wie ich das dann am Fahrrad mit der Kupplung entsprechend anbaue. Das wird auch noch, wie gesagt, ein bisschen tricky. Das kommt jetzt im nächsten Abschnitt. So, hallo, jetzt habe ich die Halterung soweit fertig, um sie hier am Rad anzubringen für den Burley Travoy. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier speziell was gebastelt, weil ich ja hier eine federnde Sattelstütze habe von Suntour. Wie ihr seht, das ist die Federgabel und die muss natürlich frei bleiben. Also ich habe jetzt hier entsprechend eine Bühnenlichtklammer oder Schelle, die ist sehr robust. Ich hoffe, man sieht das. Und habe dann hier ein paar Muttern dazwischen gemacht, um den Abstand zu haben, weil das federt ja hier nach hinten. Das kippt dann so weg, wenn der Sattel einfedert. Und hier habe ich dann ein 32er Rohr, weil mein Sattelrohr ist knapp 31,6, 31,8. Ich sag mal rund 32 mm Durchmesser. So, und da habe ich mir, wie gesagt, im Internet ein 32 mm Rohr bestellt und habe das jetzt hier dran gemacht. Hier oben ist jetzt der Original Burley, die Original Burley Kupplung. Ich hoffe, man sieht das hier. Mit dem Hebel hier, um die Achse hier auskuppeln zu können. Wie ihr seht, das klappt hier ganz gut. So, das kann man dann hier schön einfädeln. Geht wunderbar und sieht im Großen und Ganzen dann auch recht parallel aus, wenn ihr das so seht. Die Deichsel sollte dann auch so in etwa in der Waage sein. Wobei ich das ja jetzt hier so gelöst habe. Ihr wisst ja, ich habe ja hier entsprechend einen Drehmechanismus verbaut. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich hier die Kupplung entsprechend drehen kann. Also ich zeige euch das jetzt mal hier von oben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das zu verdrehen, weil ich ja hier das M12 Gewinde drinne habe, ist das jetzt genau das, was ich haben wollte, damit die Achse hier, damit ich das Bike auch kippen kann. Ja, das ist für mich eine Fehlkonstruktion von Burley an dem Travoy, egal ob jetzt neu oder alt. Und von daher habe ich das jetzt so gelöst. Ja, wie gesagt, ich kann die Deichsel hier auch entsprechend verlängern oder verkürzen. Aber ich sag mal so, so wie es jetzt im Moment aussieht, habe ich hier einige Zentimeter Luft. Das ist okay für mich. Könnte ein bisschen kürzer sein. Aber okay, das ist jetzt halt der Sache geschuldet, die ich hier vorne mit der Deichsel entsprechend den Mechanismus verlängert habe. Und ja, für mich ist das soweit okay. Ja, ich werde jetzt mal hier auf dem Garagenhof gucken, dass ich eine kleine Runde drehe. Das hier werde ich noch nachher ein bisschen feintunen, werde hier noch den Abstand ein bisschen weiter vergrößern, dann kann ich das hier noch ein bisschen höher machen, weil hier der Abstand für meine Topic-Tasche doch ein bisschen wenig ist, ein bisschen gering, da passt kaum ein Finger zwischen, von daher möchte ich das hier dann ein
bis 2 cm mindestens höher machen. Dazu muss ich aber, wie gesagt, hier den Abstand noch vergrößern, weil sonst kommt hier die federnde Sandtour-Federung dagegen. Aber das ist, wie gesagt, kein Problem. Das kriegen wir locker hin. Ich will euch dann aber trotzdem auch noch mal zeigen, was ich meinte mit der Fehlkonstruktion von Burley. Wie gesagt, ich hoffe, es ist noch drauf. Man kann jetzt sehen, dass ich hier das hier jetzt neigen, das Fahrrad kippen kann, wie ich möchte. Die Kupplung wird jetzt hier schön mitgedreht. Ja, und von daher ist das jetzt, finde ich, prima frei. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier richtig eingefangen habe. Ich nehme mal die Kamera auch raus und filme das nochmal in der Nahaufnahme. So. Ja, jetzt wie gesagt hier nochmal das Ganze von hier, damit man sieht, was ich meine. Wie gesagt, die Verdrehung in diesem Gelenk hier. Ich kippe jetzt das Rad fast auf den Boden. Fast liegt das und wie gesagt, hier der Mechanismus hier oben kann sich jetzt prima durch das Gelenk entsprechend, so, ich guck noch mal, ob es jetzt richtig ist. Jetzt ist es, habe ich das Fahrrad senkrecht stehen und jetzt kippe ich es, jetzt kippt's, ist es fast 45 Grad und ihr seht, wie gesagt, auch hier von der von dem Kardangelenk, das tut auch, was es soll, wie ich finde. Ja, von daher finde ich das jetzt super klasse, wie das entsprechend funktioniert. Gut, das ist jetzt da hinten hier ein bisschen mehr Lücke, ein bisschen mehr Abstand. Okay, das könnte ein bisschen kürzer sein. Das ist vielleicht mal relevant, wenn man um die berühmt-berüchtigten Poller fährt. Aber okay, so ist es halt. So, jetzt will ich das mal, das Ganze noch filmen, während ich fahre. Ich hoffe, mal gucken, ob wir es drauf kriegen. Einmal hier auf dem Garagenhof eine Runde drehen. So, ich will mal schauen, dass ich jetzt einmal mit dem Burley hier herum fahre. So. Was ich noch geändert habe an dem Burley, das ist, dass ich hier noch eine Stabilisierungsträge dran gemacht habe. Das ist eine Stange, die ist 37 cm lang und 12 mm im Durchmesser. Habe ich hier mit 2 Schlauchschellen festgemacht an beiden Seiten. Das hat im Grunde genommen 2 Vorteile. Und zwar, ich will euch das mal aus der Nähe zeigen. Mal eben hier die Kamera rausmachen. So, aus der Nähe sieht das dann so aus. Hier dann M5-Schraube durch die, das sind hier Rohrschellen, da und da dran gemacht. Und wie gesagt, hier ein 12 mm dickes Aluminiumrohr, 37 cm lang,
habe ich an den Enden hier platt gedrückt, Loch durchgebohrt für 5 mm Schraube, fertig und schon ist das Ganze stabiler. Das habe ich deswegen gemacht. A, wie gesagt, konnte ich im Netz lesen, dass viele sich darüber beschwert haben, dass man hier keinen entsprechend Seitenschutz hat, dass hier dann immer die Taschen an das Rad kommt. Es gibt zwar diese, bei dem neuen Burley gibt es das direkt mit dabei, so eine Kunststoff, also so ein faltbares Kunststoffteil. Ja, das ist dann so hier als Dreieck mit eingesetzt, kann man hier für den alten Burley auch bekommen, habe ich auch gekauft, aber war ich nicht mit zufrieden, das gefiel mir nicht. Gut, die Stange ist natürlich jetzt fest verschraubt, dadurch kann man jetzt den Burley nicht mehr hier unten mit dem Mechanismus einklappen, aber okay, dafür ist das Ganze jetzt hier seitenstabil, wie gesagt, hier von der anderen Seite genauso. Damit ist hier die Credo-Tasche, die 45 Liter Fassungsvermögen hat, super sicher hier unten, dann zumindest rechts und links kann da nichts mehr hin und her rutschen. Die Credo-Tasche, die gibt es so roundabout für paar 50 Euro, die ist hier 40 cm breit und wenn man die Höhe misst, mal gerade gucken, ich meine die Abmessungen sind natürlich auch im Internet, aber ich messe jetzt hier Höhe 50 cm und die Breite von der Seite, wenn es so wie gesagt hier eingebaut ist, mal gerade gucken, dass ich sie fest bekomme, ist dann roundabout 25 cm. So, da sieht man es, hoffe ich. So, 25 cm. So, ja, ich hatte wie gesagt diesen Burley Travoy, das alte Modell gekauft. Wie gesagt, ich habe diese Seitenrohrfixierung hier, die habe ich jetzt nicht unbedingt nur wegen dem Taschenspaltproblem hier gemacht, dass die Taschen einmal rankamen, sondern auch vor allen Dingen, weil das Ganze nicht mehr so richtig stabil war, wenn man den Burley Travoy hinstellt. Das war mir alles ein bisschen zu klapprig. Und gut, wenn ich es einklappen möchte, beziehungsweise wenn ich nicht unterwegs bin, ist es ja auch kein Problem. Man kann ihn ja sowieso falten. Ja, hier oben habe ich mir dann, wie gesagt, die untere Tasche hier, die große, war bei mir bei eBay Kleinanzeigen mit dabei bei dem Burley Travoy, dem alten. Ihr seht, der hat hier unten auch noch den Einpin. Viele meinen, der neue hat ja so einen Bügel, dass der dadurch besser und stabiler steht. Ich konnte für mich feststellen, dass der hier ziemlich wackelig war. Ich habe das Ganze dann verbessert, habe die Vernietung rausgemacht und habe dann hier eine Schraube durchgesetzt, habe auch noch eine Unterlegscheibe dazwischen gemacht und das Ganze wieder fest verschraubt. Und jetzt ist der auch wieder recht stabil und wackelt nicht mehr so sehr hin und her. Ja, was allerdings, wie gesagt, fehlte, war die obere Tasche hier, die kleinere. Die hat immerhin, die ist auch von Credo, steht hier drauf, Credo, müsst ihr dann mal googeln. Die hat jetzt 22 Liter Fassungsvermögen. Übrigens gibt es dann hier auch noch die Regenabdeckung dazu. Die hat hier Klettverschlüsse, die dann hier auch drauf gehen, damit es auch beim Wind
hält. So, und das Ganze habe ich mir dann komplett für gut 50 Euro auch hier für den oberen Teil gekauft. Natürlich ist die Tasche ein bisschen kleiner. Die ist aber auch zumindest 40 cm breit, wie ihr seht. Und in der Höhe, muss ich jetzt mal messen, wie gesagt, könnt ihr aber alles im Internet nachlesen. Da sind die Maße auch drin. Also die Höhe ist jetzt hier 25 cm und die Tiefe, weiß nicht, ob die identisch ist, die ist ein bisschen weniger tief als die untere Tasche. So wie ich das sehe, ist die knapp 19 cm breit. So, damit ist man dann, hat man dann ungefähr ein Gesamtstauvolumen von roundabout 45 plus 22, 47, 67, 68 Liter waren es, glaube ich. Da kann man schon ganz ordentlich was mitmachen, finde ich. Da kann man sehr gut mit unterwegs sein. Da kriegt man ordentlich was an Gepäck rein. Zumal ich auch immer ziemlich viel mit Ausrüstung habe, Zelt, Isomatte etc. pp. Also ich finde das eine klasse Sache. Jetzt gucke ich noch mal gerade. Ich glaube, die Gesamtbreite war auch irgendwo angegeben. Die Achsbreite hier. Muss mal gerade gucken. Ich komme jetzt hier. Mal eben schauen. Auf 55 cm. Kommt das hin? Ja. So, roundabout 55 cm. Das ist dann ungefähr die Durchfahrtsbreite, die man braucht, wenn man, wie gesagt, um die interessanten, besagten, sprichwörtlich nicht so gerne geliebten Poller fahren muss. Sind oft an Bahntrassen immer da, wo an den ehemaligen Bahnstrecken natürlich dann die Straßenquerungen waren für PKWs, also für den Benzin- und LKW-Pkw-Verkehr, früher die Bahnstrecken, dann muss man oft um die Poller herumfahren. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann in der Praxis bei mir anfühlen wird. Also ich finde das jetzt, wie gesagt, ganz prima und praktisch. Und ja, wie gesagt, hier werde ich noch ein bisschen das modifizieren, habe ich ja schon gesagt. Muss hier noch den Abstand ein bisschen mehr machen, circa einen Zentimeter, damit hier, wie gesagt, die Federgabel ist, damit ich hier ein bisschen mehr Freiheit habe, vor allen Dingen, wenn ich denn mal Berge fahre, bergauf, eine Kulle oder sonst wie, und dann passt das. Ja, von daher sage ich dann mal, dass das jetzt soweit alles passt und ja, wir schauen mal, wie sich das dann in der Praxis, werde ich natürlich erstmal, bevor ich das auf Mehrtagestouren mitnehme, natürlich dann erstmal auf einer Tagestour testen. So, das soll es von hier aus gewesen sein. Erstmal sage ich mal Winke Winke und bis zum nächsten Mal.